Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Vorstellung der Fahrplan-Mod für Bremen-Oldenburg, gebaut vom guten LP-Gamer bzw. wie er sich auch nennt, Rail Dream Studio. Wir sind unterwegs mit einem sogenannten Mischerzug mit der Baureihe 193 hier von SBB Cargo. Repaint ist aus dem Creators Club und wir haben hier, wie schon der Name des Zuges sagt, einen gemischten Zug. Haben hier verschiedene Wagentypen am Haken. Einmal die TADGS-Wagen, die Habinz-Wagen, die KIJLS-Wagen und Containerwagen ist auch noch mit dabei und ich glaube noch ein, zwei weitere. Genau, wir stehen hier bei Bremen und unser Auftrag ist es, in Richtung Oldenburg zu fahren. Das Ganze mit der Baureihe 193 und das machen wir jetzt auch. Dementsprechend würde ich sagen, nicht lang schnacken und wir starten das Ganze. So, angekommen in der 193, da steht auch schon die Anweisung, wir sollen für eine Minute warten. Das machen wir auch sehr gerne, denn in der Zeit können wir auch aufrüsten. Fahrtrichtungsverändern, Vorwärtsstellung setzen. Hier einmal das Display tauschen. So, PZB und LZB machen wir uns auch noch an. Genau, Zugbeeinflussung sagt es dann. Dann gehen wir einmal kurz in die Einstellungen. Im Moment, wo ging das nochmal? Konnte man nicht irgendwo. Ach ja, hier. Hier konnte man ja Sachen einstellen. AFB, AFB, Genau, die AFB AFB. schalten wir uns mal frei. Geben die mal auf 40 km/h. So, Ziel erfüllt. Signal zeigt Fahrt an. Wir fahren sofort los. E-Bremskraft erhöhen wir uns einfach mal auf 240 Kilonewton. Not sure, ob das überhaupt erlaubt ist, aber wir machen es einfach. Oh. Wow. Moment, das müssen wir uns auf jeden Fall angucken, diese Doppelausfahrt hier. Oh, sieht das nicht toll aus? Wahnsinn. Also wirklich schon der erste Augenblick in diesem neuen Fahrplan und zack, ist man begeistert. Da steht sogar noch mehr. Da kommt sogar noch ein Zug. Das ist ja der Wahnsinn. Also wir haben ja wirklich nicht mal angefangen mit der Fahrt und ich bin schon absolut begeistert von diesem Fahrplan. Aber der muss jetzt, glaube ich, hier stehen. Genau, der wartet hier. Das ist die RB, der RS1. Okay, gut. Sei es wie es sei, RS1 oder nicht. Wir kontrollieren hier nochmal, ob alles soweit passt. PZB-Modus M, Bremsart G, Zugbeleuchtung aus. Okay, Zugsammelschiene aus. Das passt soweit alles. Wir sind im deutschen Netz eingewählt. Ja, dann würde ich sagen, Licht kontrollieren. Dreimal weiß und hinten keine Zugschlusstafeln. Eine Schande, aber das können wir, glaube ich, hier nicht ändern, weil, ja, nee. Das können wir hier nicht ändern. Gut, es ist wie es ist. Auf geht's. Natürlich erstmal langsam anfahren. Unser Zug ist, glaube ich, sehr schwer. So, mit ein bisschen Sanden geht's auf jeden Fall. Wir müssen am Signal nichts beschädigen. So, jetzt nachdem die ganzen Kupplungen gestreckt sind, können wir ein bisschen mehr Leistung aufschalten. Sind natürlich im restriktiven Modus und fahren mit 45 erstmal aus. Wunderschönes Repaint hier, SBB Cargo International. Hier mit diesem alpinen, mit dieser alpinen Silhouette an der Seite.
zugelassen in Deutschland, Österreich, Schweiz und Italien. Sie fasst natürlich wie immer aus. So, Ausfahrt mit 40. Das bestätigen wir. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Ab hier gelten 40 und 60 werden uns vorsignalisiert. Auch das wird bestätigt. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Ich denke mal, V-Max wird für uns heute 100 km/h sein. Ich glaube nämlich, dass unser Zug beladen ist. Das steht zwar da nicht, aber ich denke mal, also so schwer wie unser Zug heute ist, ich denke mal, schneller als 100 werden wir nicht fahren dürfen, weil der ja sicherlich beladen sein wird. Ich habe beim letzten Video, also gestern, konnte ich euch noch nicht sagen, wann der Release ist. Mittlerweile hat mir der gute Modder geschrieben und gesagt, dass die Mod morgen erscheinen wird, also am Freitag. Kommt natürlich darauf an, wann ihr euch das Video anguckt, aber wenn ihr euch das Video am Tage des Releases anguckt, also am Donnerstag, dann wird die Mod morgen erscheinen bei Trainsim Community. Und wir werden sicherlich das ein oder andere Mal noch hier gemeinsam unterwegs sein. Ich vermisse ein bisschen die N-Wagen, muss ich sagen, aber vielleicht tauchen die ja auch noch mal irgendwann irgendwie auf. So, den Bremer Hauptbahnhof oder beziehungsweise Bremen haben wir hinter uns gelassen. Wir hätten mal eigentlich Richtung Hauptbahnhof gucken können, was da so eigentlich los ist, aber wir sehen es auf jeden Fall hier schon. Hier ist definitiv einiges abgestellt. Ja. Hier eine 185, die hier abgestellt ist. So, wir dürfen mittlerweile 60 fahren. Noch ein Autogüterzug beziehungsweise ein Güterzug mit Autotransportwagen. Bin mal gespannt, was vorne dran hängt. Vielleicht machen wir dort auch mal ein kleines Foto für heute, dann haben wir das auch schon. Ah, da hängt gar nichts vorne dran. Die Wagen sind einfach nur abgestellt. Dann würde ich sagen, können wir hier mal ein Foto machen. Vielleicht so oder so oder so. So ist auch schön. So, dann haben wir das. So, wir dürfen 120 fahren. Für uns gilt dann jetzt V-Max 100.
Lassen wir mal den Zug an uns vorbeifahren. Sehr schön. Oh, schön lang der Zug auf jeden Fall. Ah, genau so muss ein Güterzug klingen. Herrlich. Ich weiß gar nicht, wie lang unser Zug ist. Das können wir mal ganz kurz hier in den Einstellungen sehen. 687 Meter. Das Signal ist nicht für uns, zum Glück. Sind übrigens früh morgens unterwegs um 7:45. Die Fahrt hätten wir auch theoretisch mit der 185 machen können oder auch mit der 1116 oder auch mit der 155. Ist wieder ein bisschen was abgestellt. Und noch ein bisschen mehr. Ja, also so kommt das Ganze wirklich zum Leben. Also wenn die Abstellgleise tatsächlich gefüllt sind mit den einen oder anderen Güterwagen, dann fühlt sich das Ganze auch wirklich einfach realistisch an. Auch wirklich eine schöne Lackierung aus dem Creators Club. Ich weiß leider nicht von wem. Aber wenn ich dran denke, dann verlinke ich die Lackierung in der Videobeschreibung auch. Wenn ich sie dann wiederfinde. Ich hoffe, ich finde sie wieder. Ist aber auf jeden Fall aus dem Creators Club. So, Bahnübergang ist gesenkt. Und einmal vorbei an diesem Haltepunkt hier. Da vorne sehe ich auch schon wieder was abgestellt. Eine 185. 318-3 wartet hier auf ihren Einsatz. Abgebügelt. Sehr gut. Und hier noch ein paar Autotransportwagen. Jetzt wird er gerade in eine andere Dimension gebeamt.
Das ist halt die Sache mit der Bewegungsunschärfe vom TS4, das ist irgendwie nicht so ganz perfekt bisher. So, hier sehen wir übrigens auch, wie viel wir bisher verbraucht haben. 395, 396 Kilowattstunden. Zurückgespeist haben wir bisher noch gar nichts, leider. Und der Verbrauch schnellt ordentlich in die Höhe, weil wir wirklich viel Kraft benötigen, um den Zug auf Geschwindigkeit zu halten. Da kommt eine 425 entgegen. So, es geht immer noch ganz leicht bergauf. Dementsprechend brauchen wir nach wie vor Zugkraft, um die Geschwindigkeit zu halten. Vorbei an Delmenhorst. Okay, laut hat schon gesehen, in 4 Kilometern ist ein Halt zu erwarten. Und jetzt geht es auch bergab. Dementsprechend bremst die AFB schon mal ein bisschen rein mit der dynamischen Bremse, damit wir nicht die 100 km/h überschreiten. Aber wir müssen gleich noch definitiv weiter reinbremsen. Wir können jetzt schon mal ganz langsam, beziehungsweise wir können das eigentlich mit der dynamischen Bremse mal machen. Ja, doch. Wir versuchen, so weit wie es nur geht, die dynamische Bremse zu benutzen. Die wirkt nämlich ohne Verzögerung und abriebfrei. Okay, das Signal ist gerade umgesprungen, das Vorsignal. Aber dementsprechend werden wir jetzt mal erstmal nicht schneller fahren, denn ich denke, wir fahren einer Regionalbahn hinterher. Ich glaube, RS steht für Regio Shuttle und das wird wohl so ein Regio Shuttle sein, dem wir jetzt hinterher fahren. Also so einen Zug hier. RS30. Ich würde sagen, wir fahren 90 weiter. 70. Wir sehen hier, mittlerweile haben wir 90 Kilowattstunden auch schon zurückspeisen können. Also immerhin ein bisschen was. Natürlich können wir auch übrigens im Freeroam ganz normal uns selbst die Züge zusammenstellen und auch die in diesem Fahrplan hier fahren. Das geht selbstverständlich auch.
vorbei an Schierbrug. Vielleicht gehen wir mal auf 90 km/h hoch. Ich finde es immer schön, wenn man fährt und die Sonne im Rücken von einem ist und man dann den Schatten der eigenen Lok voraussieht. Toll. Ja, ich würde sagen, wir können mal wieder gucken, dass wir auf die 100 km/h hochkommen. Wir wollen ja jetzt auch nicht unnötig lange die Blöcke belegen, denn hinter uns fahren ja auch noch Züge. Und wenn wir jetzt so langsam hier rumschleichen, dann müssen die hinter uns auch natürlich die ganze Zeit warten. Und wir wollen ja keine Verspätung auslösen, beziehungsweise dafür verantwortlich sein. Dementsprechend halten wir uns jetzt doch mal ran, weil ich kann mir vorstellen, dass der Regionalzug, der vor uns gefahren ist, jetzt mittlerweile genug Distanz zu uns aufgebaut hat, dass wir vielleicht, wenn wir Glück haben, ohne ein weiteres haltzeigendes Signal bis nach Oldenburg durchkommen. Aber mal schauen. So, 100 km/h sind wieder erreicht. Es geht leicht bergab, dementsprechend wird die E-Bremse von der AFB automatisch mit reingenommen. Wir sehen es hier übrigens. Fahrmotor 2 und 4 haben da die E-Bremse noch ganz leicht drin. Das hier ist die Gesamtbremskraft oder Leistung, je nachdem. Wenn das Ganze im blauen Bereich ist, ist es Leistung. Wenn das Ganze im gelben Bereich ist, ist es eben die negative Leistung, also die Bremskraft in diesem Fall. Und ich finde es auch ganz interessant, dass unterschiedlich die Fahrmotoren unterschiedlich stark auch reingesteuert werden. Also, dass hier erstmal nur Fahrmotoren 2 und 4 benutzt werden. Und was ist mit den Fahrmotoren 1 und 3? Die werden gar nicht angesteuert. Ah doch, jetzt. Seht ihr das? Dass erst jetzt Fahrmotor 3 mit hinzukommt.
und bisher sonst inaktiv war. Vermutlich, damit das Ganze nicht überhitzt. Damit die Fahrmotoren entsprechend, ja, geschont werden. Werden nicht immer alle gleichzeitig benutzt, sondern nach Möglichkeit bleiben einzelne Fahrmotoren anscheinend abgeschaltet. Ist mir vorher auch nicht aufgefallen, dass der Vectron das macht, aber ist auf jeden Fall schlau. Ihr seht's, vielleicht wird gleich noch Fahrmotor 1 mit reingesteuert. Mal gucken. Aber ich denke nicht, dass das gerade notwendig ist. Da ist der RS4. Und hier der RS4. In die Gegenrichtung. Oh, wie fahren wir jetzt gemeinsam aus? Das ist immer interessant. Aber schön. Hier gleichzeitige Ausfahrt. Ah, okay. Ah. Ja. Also so viel zum Thema gleichzeitige Ausfahrt. Der ist natürlich... Der geht dann hier nach rechts. Nach... Norden haben. Das ist wie Hamm nur im Norden. Und wir bleiben weiterhin bei 100 km/h. Ja, die Mod kommt, wie gesagt, morgen raus. Hier kommt uns noch ein Vectron entgegen mit Güterzug. Dann könnte ich das Ganze bei Transim Community runterladen. Jetzt ist aber gerade die Performance hier echt schlecht. Also so schlecht war sie bisher nicht. Vielleicht liegt gerade irgendetwas. Nee. Ja. Jetzt wird es langsam wieder besser. Es hat wohl irgendwas, glaube ich, gerade geladen. Man muss natürlich bedenken, dass dieser Fahrplan weit mehr und noch viel variablere Zugformationen drin hat als der ursprüngliche Fahrplan. Dementsprechend ist hier die Performance auch, ja, jetzt stabilisiert sie sich wieder, jetzt geht's wieder. Dementsprechend kann es ja sehr gut sein, dass mit solchen Fahrplan-Mods auch mal die Performance einknickt, weil die Strecken ja nicht für diesen Fahrplan gemacht worden sind. Ups. Sondern für den ursprünglichen Fahrplan. Uns geht ja darum, dass im ursprünglichen Fahrplan die Performance stimmt und wenn jetzt aber irgendjemand hier eine Mod baut mit x verschiedenen Zügen, dann ist klar, dass da irgendwann die Performance einknickt. So, die Schatten vor uns machen auch gerade komische Sachen, ne?
Sehr, sehr schön. So, 9 Kilometer noch. Dann haben wir es bald auch. Noch ein bisschen Industrie hier an der Seite. Also ich finde, die Mod wertet die Strecke halt ungemein auf. Es geht ja im TSW meines Erachtens viel darum, ob Strecken eine Art Wiederspielwert haben. Und das hat meines Erachtens zum Beispiel, also die Niddertalbahn ist eine wundervolle Strecke. Sie ist die schönste Strecke, die wir im TSW definitiv haben. Das Fahrzeug, das mitgeliefert wird, ist toll. Der Fahrplan macht auch Spaß, aber ich finde, der Wiederspielwert ist zum Beispiel, aber das ist wirklich nur eine persönliche Präferenz von mir, ist da vergleichsweise niedrig, weil am Ende ist es halt immer so eine langsame, eingleisige Dieselstrecke, wo einem auch nicht viel dann entgegenkommt, sondern das ist dann irgendwie von der Erfahrung her insgesamt recht ähnlich, die ganzen Fahrten, die man macht, auch wenn es natürlich nicht identisch ist, je nachdem, um wie viel Uhr man fährt und zu welchem Wetter und ob es doch ein Szenario ist oder Fahrplan und so. Natürlich gibt es da viel Variation auch, aber insgesamt ist zum Beispiel so eine Niddertalbahn hat meines Erachtens, ja, das ist so etwas, was ich zumindest so einmal alle paar Monate mache und dann bin ich total begeistert davon und dann reicht mir das aber auch wieder. Und Bremen-Oldenburg ist aber so eine Strecke, da haben wir halt viele verschiedene Fahrzeuge. Wir können im Fahrplan sehr viel machen. Es gibt auch mehr als nur einen einzigen Weg, den wir fahren können, sondern es gibt ja auch so die ein oder anderen kleinen Bereiche, wo wir dann nur mit Güterzügen hinkommen und so weiter und so fort. Oder auch Dresden-Riesa zum Beispiel. Und das ist schon mal eine Strecke, die dementsprechend für mich schon mal mehr Wiederspielwert hat. Und wenn dann jetzt ein komplett neuer Fahrplan mit hinzukommt, dann ist das ja so, dass man diese Strecke eigentlich fast komplett nochmal neu erfahren kann. Also in einem wörtlichen Sinne erfahren kann. Und das hebt natürlich den Wiederspielfaktor ungemein an. Und das finde ich immer so toll an solchen Fahrplan-Mods, dass sie eine Strecke komplett neu aussehen lassen können, obwohl in diesem Sinne an der Strecke selbst überhaupt nichts Neues. Ja, die Strecke ist immer noch genau die gleiche. An den Gleisen hat sich nichts geändert. Die Bäume links und rechts sind genau die gleichen wie vor einem halben Jahr. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass es sich doch sehr, sehr neu anfühlt, jetzt hier rumzufahren, weil es doch so viel wieder zu entdecken gibt und neue Zugverbände und ach, der Metronom und oh, wo fährt denn da jetzt gerade noch ein Zug aus und huch, was eine interessante Formation, eine 111 ist auf einmal auch hier irgendwo zu sehen, oh, irgendwo doch noch ein N-Wagen und so weiter und so fort. Und das, finde ich, macht das Ganze so besonders, auch so, wenn man überlegt, was so die Modding-Community alles so schafft, an zusätzlichen Spielspaß, an Spielstunden, die man da gut und gerne dann hineinstecken möchte, einfach weil es Spaß macht und dann eben nicht einfach nur eine Wiederholung dessen ist, was man schon 10-mal hatte. Apropos Wiederholung, was man schon 10-mal hatte, hier sind Dostos, der RE1 nach Hannover und hinten dran eine 146. Und wir bestätigen das und bremsen runter. Zugbeeinflussung. Zugbremse hinterhergeschmissen. Schnell runter auf unter 70 km/h, bevor die Zwangse kommt. So, Bremsen lösen aus. Wir haben 60 zu erwarten. 60 haben wir auch schon auf dem Tacho. Und bestätigen das hier nochmal.
Und ab hier gelten die 60. Oh, der Baum ist aber nah dran am Gleis. Zack, hat uns eine gewischt. So, wir nehmen die Leistung raus und lassen rollen und haben halt zu erwarten. Bestätigen wir natürlich. Und haben noch 900 Meter. Oh, wir sind doch zu schnell. Da durften wir auch nur mit 40 rein. Die Nordwestbahn hier vorne abgestellt. Auch noch ein bisschen was abgestellt an Güterwagen. Sehr schön. Im Bahnhof selbst gerade nichts los. So, wir haben die dynamische Bremse 100% drin. Und gucken, dass wir weitmöglichst ans haltzeigende Signal ranrollen. 500 Hertz Magnetis an. So, wir sind noch nicht ganz... Ui. Ich weiß gar nicht, ob wir... Also wir müssen ja wirklich komplett bis zum Signal ranfahren. Sonst wird das hier nichts. Ja, fast geschafft. Okay, jetzt müssen wir anhalten. Oh, das ist knapp. Nein! Nein! Nein, das kann doch nicht sein. Das ist doch ein Scherz. Wir standen vor dem Signal. Na gut, okay. Also so viel dazu. Gut, das ist natürlich jetzt sagen wir mal nicht die beste Werbung für einen Fahrplan, für eine Mod, dass man am Ende dann ein haltzeigendes Signal überfährt, aber it is, wie it is. Dann dürften wir jetzt gleich eigentlich hier wieder dem Metronom bei der Ausfahrt noch zuschauen. Da kommen sie auch schon angerollt. Da einmal die 185. Und wo kommt der Metronom? Der müsste jetzt gleich auch kommen. Ja, wie gesagt, also Fahrplan-Mod vom guten Rail Dream Studio. LP Gamer erscheint morgen. Natürlich nur für den PC. Das Ganze gibt es dann zum Downloaden bei Trains im Community. Und ja, ich habe euch gestern und heute ein bisschen was hiervon vorgestellt. Ich würde sagen, den Rest könnt ihr euch auch gut und gerne alleine angucken, sobald dann die Mod draußen ist, und da mal ausprobieren und schauen, was ihr so entdecken könnt. Ich bin mir sicher, da gibt es noch viel interessante Dinge, die wir uns noch gar nicht hier angeguckt haben. Sehr schön. Wo ist denn... Ah, ich wollte gerade fragen, wo ist denn jetzt der Metronom? Da ist er. Oh, ist das nicht schön? Herrlich. Wirklich der Wahnsinn, wie cool das Ganze ist.
Gut, mit diesem Bild, wie sich die Züge in Richtung Horizont bewegen, verabschiede ich mich von euch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Euer Trains in Play. Macht es gut. Ciao, ciao.